Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Wir sind jetzt die letzten Male ein bisschen gepiesackt worden von Thrakien? Ist es über Makedonien, über Pella? Ich glaube nicht. Naja, wohin geht die denn jetzt? Eure Weisheit ist bekannt. So, auf jeden Fall wurden wir da besiegt. Aber jetzt bauen wir in Pella wieder eine neue Armee auf. Da hatten wir letztes Mal ein bisschen Geld über, weil wir den Pater zweimal sehr gut geschlagen haben. Also zwei große Armeen von ihnen. Ah, Odysseus und An. Oh, wer ist das? Ah, ich habe seinen Namen. Warte. Über Pella ist Rom. Komisch. Gut. Kavallerie. Siedlung wird belagert. Gemeuchelt. Sabotageversuch. Gut. Genau, hier werden wir ein bisschen was. Bisschen was bauen. So. Wir brauchen auf jeden Fall. Bei Aktionen gegen feindliche Gegner. Genau. Wir brauchen auf jeden Fall. Warte, das war ja klar. Die weicht mir schon wieder aus. Gut, dann gehe ich mal da zurück. Kulturelle Konvertierung, Rüstung für alle Einheiten, ist doch schön. So. Dann werden wir Richtung Hatra vorgehen. Und zwar aggressiv. So. Ja. Kapitulation in zwei Runden. Ist gerade blöd. Dura. In zwei Runden, glaube ich. Ja, werde ich hier nicht runterkommen. Ist es ja, Forschungsrate dann. Gut, dann kann ich noch den nicht verheiraten. Aber die kann ich verheiraten. Gut. 5 auf Kinder, überlegene Ehefrau, beschützender Ehemann. Ja, okay, das passt. Gut, dann werden wir hier nochmal. Ja, nochmal Kavallerie. Ich muss volle Kanne auf Kavallerie gehen. Hier wollte ich was machen? Nicht öffentliche Ordnung, sondern Essen, genau.
Genau, was hat er denn? Das weiß ich gar nicht. Ach, der hat schon wieder so viel Fernkampf. Alter Schwede. Eie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 
So. Männer wanken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, langsam. Langsam, langsam. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wieso bist du eigentlich da vorne? Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Die Deutschen! Steinschleuderer! Wir gehen hier!
Ja. Also. So schlecht war die Vorhersage von der KI auch nicht. Also das ist. Dass man. Also, dass ich die Hälfte von meinen Einheiten verliere. Das hat auf jeden Fall gestimmt. Wieso willst du eigentlich nicht schießen? Wendet sich zu unseren Gunsten. Steinschleuderer! Befehle? Geschossinfanterie zu euren Diensten! Greift an, Führung! Jawohl! Zu euren Diensten! Das war heftig. Das war heftig. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut. Teurer Sieg, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der hat 200 gekickt. Uiuiui. Ja, der hat über 50%. Über Pyrosieg. Mhm. Ja. Ah, cool. Aber dafür ist er jetzt weg. Dafür ist er jetzt tot. So. Speer natürlich. Uiuiuiui. Das hat weh getan. Gut. Dann weiter geht's. Aber ja, wie gesagt, es ist kein Feind mehr im Osten. Also von da oben. Vor allem jetzt mit Pergamon. Es passt. Das überrascht mich, dass er angreift. Weil eigentlich, ja, eigentlich greifen die da nie an. Also, beziehungsweise, die letzten, Spiele, die ich gemacht habe, da haben sie nie angegriffen. Wieso lässt er die da stehen und kommt dann von da? Vielleicht, weil von hinten noch jemand kommt. Gut, also. Hier werde ich auf jeden Fall mal eine hin tun. Und hier einmal. Achso. Und hier. Oh. Mal. Ja, ich tausche die.
So. Der war zu hoch. Der ist gut. Autsch. Entschuldigung. Die legen ziemlich schnell nach. Die laden schnell nach, meine ich. Jetzt kommen die. Krass. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Hey, jetzt treff mal da, wo ich sage. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Unser General wird angegriffen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Cool, dass der das Katapult da lässt. Thank you.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, läuft. Jetzt kommt noch der General. Wir haben die Tore eingenommen. Der feindliche General ist tot. Okay. Naja. Interessant. Deswegen wundere ich mich, warum die gekämpft haben. Also warum die nicht auf die Kapitulation gewartet haben. Ah. Naja, okay. Jetzt kommt Nummer 2. Wenn er von Anfang an mit der auch noch angegriffen hätte, dann ja, hätte er gewonnen. So, er greift auch von da an. Sehr, sehr schön. Also Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer. Nummer 1. Nummer 2. Und genau. Genau, explodieren, explodieren und Feuer. Und let's go. Der ist gut. Ah, schade. Die Probacke habe ich noch bekommen. Ah, der ist zu tief. Ja, da. Der ist ganz gut. Ah, der ist zu hoch. Da hat sich gerade eine Lücke aufgemacht. Ich sehe nichts mehr.
Ach so, ja. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Männerbank. Gut, dann mache ich mit dem weiter. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Also das macht echt Spaß. Aber jetzt muss ich schauen, dass ich... Ups. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Irgendwie bekommen die schon keinen Schaden, ne? Ist irgendwie zum Erliegen gekommen, ne? Ha. Und nun? Ich will jetzt ja nicht eine Stunde warten. Das Blöde ist... Vielleicht kann ich ihn ein bisschen triggern, wenn sein General tot ist. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Verdammt. Da ist die Königin. Komm. Hier. 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 Königin. On. Die letzte Salbe. Yes! Wow! Okay, das war Meisterschütz. Königin tot. Und nun? Ich gehe mal hier hoch. Vielleicht triggert das was. Heute ist aber irgendwie irgendwas los mit dem. Okay, dann gehe ich halt wieder runter. Jo, chill mal.
Ja, ne? Also ich würde sagen, wir machen hier jetzt mal Cut. Und dann. Oder vielleicht. Nee. Ja, also ich will die Stadt jetzt auch nicht aufgeben, ne? Ich warte einfach so lange, bis irgendwas passiert. Und zwar, bis die Zeit abläuft. Und ja, so lange schaue ich mir das an, was die Stadt hier zu bieten hat. Eine fette Statue. Gut, ja, danke fürs Zuschauen. Ich würde sagen, nächste Folge zeige ich euch einfach das Ende der Schlacht beziehungsweise die Statistik und dann geht's weiter. Gut, dann ja, bis später. Bye bye.